Neben mir begrüße ich den ehemaligen M1 Leichtgewicht-Champion Daniel Walschel und auch Nils Schlegel. Daniel, nach 2 Jahren wieder auf deutschem Boden gekämpft, hier bei Respect deinen Einstand gehalten. Alles gut gelungen, oder? Ja, alles super gelungen. War auch eine super Atmosphäre. Also seitdem ich das letzte Mal hier in Deutschland gekämpft habe, haben sich die Shows, vor allem auch hier, Respect extrem entwickelt. Und man sieht, da war eine brutale Stimmung und richtig schöne Atmosphäre, in der ich kämpfen durfte. Über deinen eigentlichen Gegner haben wir jetzt schon oft genug gesprochen. Kommen wir auf den Kampf zu sprechen. Da war ein Gewichtsnachteil für ihn. 68 Kilo hat er auf die Waage gebracht. Hast du das auch im Kampfverlauf gespürt, dass er da weitaus weniger Kraft dir entgegensetzen konnte als deine üblichen Gegner? Ja, ich muss sagen, als ich den aus dem Clinch gezogen habe und für den Headlock gegangen bin, ist mir schon leichter gefallen, muss ich sagen. An der Stelle auch einen großen Respekt an meinen Gegner, der so kurzfristig den Kampf zugesagt hat. Ja. Und dank ihm ist auf jeden Fall hier ein Kampf heute Abend zustande gekommen. Ja. Ich hätte lieber natürlich heute Abend gegen Cengiz um den Titel gekämpft. Cengiz hat sich leider verletzt, wissen wir, aber ja, großen Respekt an meinen Gegner. Du hast gerade schon eine Situation angesprochen mit dem Headlock. Du hattest auch, glaube ich, 2-mal ihm in Anaconda Choke. Beim ersten Mal ist er beim Takedown rausgerutscht, aber der zweite sah ziemlich tief aus. Du hast losgelassen. Sah das nur so tief aus oder hast du dafür was anderes noch entschieden? Ja, ich habe dann, einfach gewechselt. Ja, ich wollte jetzt auch nicht den Headlock mich irgendwie da zu viel Kraft oder so reinlegen. Ich habe die Position kontrolliert, ich habe mich sicher gefühlt. Ja, ich bin einfach zu einer anderen Position übergegangen, mit der ich mich auch extrem sicher fühle, wo ich eben den einen Arm getrappt habe und auf der anderen Seite den Arm kontrolliere, so schlagen kann und auch eben zum Rear Naked übergehen kann, wenn ich möchte. Spreche mal direkt deine Ringecke an. Man konnte sehen, Daniel hat im Laufe des Kampfes immer und immer mehr den Druck erhöht und seinem Gegner immer mehr zugesetzt. Da gab es eine Situation, da hat er eigentlich einen Takedown sicher gehabt. Sein Gegner Samen hat sich kurz am Ringseil festgehalten, was vielleicht auch manchmal eine natürliche Reaktion ist. Ihr habt in dem Moment, sag ich mal, jetzt gar nicht reagiert. Da gibt es manchmal schon Aufrufe von der Ringecke. Weshalb? Wolltet ihr da Daniel nicht aus der Ruhe bringen? Es gab zu dem Zeitpunkt keinen Grund, ihn aus der Ruhe zu bringen damit oder zu verunsichern. Es gab keine Situation im Kampf, die er nicht unter Kontrolle gehabt hätte. Und es ist natürlich eine natürliche Reaktion, mal ans Ringseil zu greifen. Wenn es jetzt länger gewesen wäre oder durch den Kampf hinweg, dann hätten wir uns sicherlich dazu geäußert. Aber in dem Moment haben wir gesagt, wir belassen es erstmal ohne Kommentar. Viele, die vielleicht auch auf den Blick auf deine Statistik werfen, du hast bereits schon gegen namhafte UFC-Kämpfer gekämpft wie Paul Daly oder auch Dan Hardy, warst M1 Leichtgewicht-Champion. Wie sieht es denn da überhaupt in die Zukunft aus? Wieder international angreifen? Ich möchte auf jeden Fall wieder international kämpfen und ich denke, die Hauptaufgabe ist, dass ich mich konstant verbessere, im Training stehe und immer weiter Fortschritte mache und einfach ein besserer Kampfsportler werde und ja, dazu gehört natürlich auch international wieder zu kämpfen und ich freue mich auf jeden Fall darauf. Ich spreche auch direkt mal deinen Manager an. Es ist natürlich jeden deutschen Kämpfer sein Ziel, international Fuß zu fassen, nach Möglichkeit auch in der UFC oder so große Organisationen wie M1 Global zu kämpfen. Ist das überhaupt vereinnehmbar, dass man sagt, man kämpft hier in Deutschland bei einer großen Organisation wie Respect, greift aber automatisch auch im Ausland an? Also der Grund, warum Daniel den Kampf hier überhaupt machen konnte, ist, wir sind davon ausgegangen, dass die Verletzung, die sich im letzten Kampf zugezogen hat, schwerer ist, als sie letztendlich war. Und deswegen haben wir provisorisch uns die Erlaubnis von M1 geholt, dass er auch, falls es schneller verheilen sollte, hier kämpfen könnte, beziehungsweise für eine andere Organisation. Und dadurch, dass Olymp der Hauptsponsor von Respect ist und natürlich auch Daniels Sponsor, hat sich das angeboten und wir haben das dankbar angenommen. Und es hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht, wieder mal hierher zu kommen. Die Veranstaltung bis jetzt super gelungen, tolle Atmosphäre, wie Daniel schon gesagt hat. Und das ist der Hauptgrund gewesen dafür. Also kann man schon in Zukunft vielleicht damit rechnen, sollte Cengiz wieder genesen und vielleicht gegen dich kämpfen wollen, dass es da eine Chance gibt, vielleicht, dass ihr hier um den Titel kämpft? Ja, das wird dann wohl weitergehendes Management entscheiden. Okay, Nils, ich gebe trotzdem mal jetzt schnell an dich weiter. Schwer zu beantworten. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Es ist so, er steht noch bei M1 unter Vertrag und hat noch 2 Kämpfe offen und danach kann man weiter darüber reden. Daniel, Glückwunsch an eine hervorragende Leistung. Wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Das letzte Wort gehört für euch. Ja. Ja,
Vielen Dank an mein Team, an Nils, der mich mit super vorbereitet hat auf den Kampf. Wie gesagt, das ganze Team, den Christian, den Max, die heute auch mit mich in der Ecke unterstützt haben, den Stanislav. Mein Bruder ist heute auch hier zum... Ja, endlich mal wieder in Deutschland, hat sich auch gefreut hier zu sein, meine Freundin hat mich hier unterstützt, ja, meine Familie sitzt zu Hause und hat auch mitgefiebert und natürlich auch habe ich mich sehr gefreut, dass Bernd Chabon und Camilla hier im Publikum gesessen haben und hier ihren Support gegeben haben und natürlich auch wieder vielen Dank an alle Sponsoren, Fight Nature, Joja, Boxhaus und MMA Spirit und natürlich Olymp. Nils, dir gehört das letzte Wort. Ja, also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Bernd Chabon, der hat das Ganze möglich gemacht, hat auch mit Nachdruck immer wieder daran gearbeitet, dass noch ein Ersatzgegner gefunden werden konnte. Wir sind sehr froh, dass Daniel wieder hier kämpfen konnte und mal schauen, was die Zukunft bringen wird. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Danke dir.